Let's play Stardew Valley. Wie aufregend. Oh, hallo. Okay, du bist echt schon ein Affe. Der Kollege meinte gerade, er hat seine Schuhe waren schmutzig, deswegen hat er sich neue gekauft. Er hatte überlegt, sie zu spenden. Hat es dann aber nicht gemacht, weil er nicht wollte, dass irgendein Weirdo seine Schuhe trägt. Okay. Oh, ich bin so aufgeregt, Kinder. So, also, falls ihr euch wundert, ich bin gerade in einer relativ langen Aufnahmesession. Es ist Sonntagnachmittag und ich sitze im Bademantel und viel Kleidung, weil unsere Heizung immer noch nicht geht. Hallo. Sitze ich hier rum. Oh nein, es ist 5.50 Uhr. Hm, da wird das mit dem Schmied gar nicht mehr funktionieren. Habe ich mich dem Hof verquatscht quasi. Unangenehm. Hier Müll ist auch nichts. Ich wollte nämlich unsere Ho abholen, weil ja, glaube ich, morgen die neue Season anfängt. Ja, bis 4 hat er aufgehört. Verdammt! Ja, und ich sitze hier und spiele ein bisschen Stardew Valley, weil das halt so entspannend ist und so schön. Gegossen habe ich alle, ne? So, dann kann ich noch ein bisschen angeln eigentlich, oder? Guck mal, was man noch aus dem Fisch rausholen kann. Aus dem Fisch! Aus dem, hier, wie heißen diese langen Wasserfische? Fluss! Fluss, meine ich. Angel macht mir auch echt Bock. Oh, es ist... Oh, Ausrastfisch. Ich raste aus. Unmöglich zu fangen. Krass. Okay, dafür bin ich echt noch zu blöd. Ihr müsst euch das halt so vorstellen, man hält die Taste gedrückt. Und dann geht der halt hoch, der Cursor. Aber der verzögert halt immer so ein bisschen. Deswegen ist es echt nicht so leicht. Oh, die Easy Fishing Mod ist ja für Idioten. Das wissen wir alle. Hallo, hallo Fremde. Ach, und da brauche ich glaube ich nicht reden. Nee. Der coole Skaterboy. Ich habe lange nicht geguckt, ob jemand Geburtstag hat, aber ich glaube, es war kein Geburtstag in Sicht. Es ist wieder der Ausrastfisch, wenn ich den mal kriege, ne? Ja, komm her, Ausrastfisch. Ich hol dich hier raus. Nein, mach ich doch nicht. Scherz, Scherz, Ausrastfisch. Komm schon, komm, komm. Komm. Oh, komm, du blöder. Alter, es ist so schwer. Es ist so schwer. Ich hab den Schatz und, boah, wenn ich jetzt den Ausrastfisch noch kriege, ne? Es ist so mega schwer, man muss halt... Wenn ihr wüsstet, wie schwer das ist. Also die Leute, die es spielen, wissen ja, wie schwer das ist. Jetzt gleich haut er wieder nach unten ab, oder? So, komm, komm, Ausrastfisch. Boah, das wäre der, das wäre der... Alter, das ist der härteste Kampf, den ich jemals hatte an der Angel. Ich habe aber langsam hier seinen Pattern ein bisschen verstanden. Jetzt gleich sackt er wieder ab. Gleich sackt. Komm. Alter, ich. Boah. Den esse ich einfach roh. Oh nein! Jetzt trollt er mich. Jetzt trollt er mich. Ich raste aus. Boah, Kinder, ich habe einen Puls von 400. Das ist. Nee. Nee. Oh! Crap, ich. Alter. Bin ich aber echt durch, ein Versuch noch. Ah, es war so knapp, ey. Und ich hatte auch die scheiß Truhe noch. Das ist echt schwer. Ich hoffe, es ist nicht wieder ein Aus... Ach, es ist kein Ausrastfisch. Das ist ein langweiliger Arschfisch. Ein Dream. Ach, ist schon Nacht offiziell. Dann gehen wir mal zum Fest und gucken, was das Fest so kann. Hä? Ich dachte, es geht um 8 p.m. los. Okay, kommt, geht's um 9 p.m. los. Habe ich mir das falsch gemerkt. Dann angel ich noch ein bisschen an der Festgrenze. Das ist doch wieder ein Bream. Es ist jetzt offiziell Nacht, glaube ich. Oh, das könnte perfekt werden. Bling, perfekt. Ich habe doch, ich habe alles gegossen, ne? Wow. So, Max Perfect hätte ich gerne mal. Dann fange ich, glaube ich, einen Wal. Ein Flusswal. Da gibt es ja so einige, ne? Nein, ich hoffe, es ist nicht wieder irgendein Spiel, ein Fest, wo ich nicht ralle, worum es, also, manchmal gibt, oh, es ist ein Ausrastfisch, okay. Ich wüsste gern, was das für einer ist. Okay, jetzt muss ich, oh, jetzt muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, mich so zu konzentrieren. Ohne Scheiß, der ist so schwer zu fangen, weil der immer so runtertaucht. Und der verliert halt so schnell wieder, oh, den dann wieder reinzukriegen hier. Ah,
der, für den Ausrastfisch bin ich halt echt noch nicht gut genug. Lasst mich rein, lasst mich rein, ich will zum Fest. Hä? Ich da, hä? Das ist doch ein... Oder was? 10 PM? Was, so spät? Oh. Okay, krass, dann war es 10. Bin auch echt mega vergesslich, ne? Boah, wie gerne ich mal so einen Ausraschfisch fangen würde. Na, das ist wieder ein Bream. Der ist relativ unspektakulär. Kenne ich mich ja mittlerweile aus. Oh, ich will einen Ausrastfisch fangen. Und so eine Schatztruhe, die sind halt auch cool. Wahrscheinlich kämpfe ich gleich so lange mit dem Ausrastfisch, dass ich das Fest verpasse. Cool, vielen Dank für die Joja-Cola. So, jetzt aber. Jetzt kommen hier die leuchtenden Jellies. Hallo, wo sind denn alle? Alle. Ich muss die Zeit noch ein bisschen zum Socializen nutzen. Hallo! Der Sommer ist über. Ach, der Arzt, der ist auch immer ein bisschen traurig. Oh, der Einsiedler ist echt ein trauriger Typ. Er will erst kommen, damit ihn keiner... Er will nicht bemerkt werden. Okay, die Mondlicht-Jellies, die kommen dann an. Müde. Und sie haben alle so kleine Kerzenboote gemacht. Yo, der Herbst ist um die Ecke und der wird mega gut. Oh, ich muss dann denken, hallo Lea. Ey, du möchtest lieber alleine hier deine Respects zollen. Da muss ich dran denken, dass ich ganz viel Dünger auch noch überall drunter kloppe, ne? Und vielleicht dieses Zeug, das man nicht immer gießen muss. Das kann ich jetzt ja auch neuerdings. Ach, du bist so grumpy. Du hast sie als kleines Mädchen schon gesehen. Mhm. Caroline findet die Kerzen romantisch. Ja, ich komme, Pierre. Ich komme morgen und kaufe meine Fall Seeds bei dir. Versprochen. Da ist Lia. Nee, Hayley. Okay, sie hat Angst, dass es alles zusammenbricht. Hallo, Hayley. Oh, Hayley hätte ihre Kamera mitnehmen sollen. Hast du nicht ein Smartphone? Das sieht so aus, als hättest du ein Smartphone. Okay, das Leben der Jellyfish ist einfach... Hallo, Super Mario. Willst du sie essen? Sie ist frustriert, dass es kein Buffet gibt. Hallo, Zwergenkind. Willst du den grünen Jelly sehen? Giftig? Weiß ich nicht. Die wollen mir Angst machen. Hallo, guten Ute. Du bist mal wieder ein bisschen wortkarg. Also eigentlich momentan finde ich ja Lia am nettesten. Ellie ist mir zu posch, also zu... Also so aufgesetzt irgendwie. So, hier ist wieder noch ein Kind. Hallo! Wir können dann das Candleboat starten. Not yet, ich muss erst noch mit allen Leuten reden. So, da hat was geglüht. Hallo, Emily. Oh, Emily ist auch eine nette, ne? Oh, Clint hat extra Spezialschuhe angezogen. Keiner hat's bemerkt. Oh, und wenn wir weiter Umweltverschmutzung betreiben, sterben die Jellyfish aus. Da hat er recht. Wir müssen die Natur mehr respektieren. So, jetzt habe ich mit allen geredet. Jetzt lieben mich bestimmt alle noch mehr. Oh ja. Jedenfalls kennen mich die meisten. So, ab ins Meer damit. Yes, go. Abfahrt. Tschu-tschu. Das ist ein Boot? Hm. Das ist ja süß gemacht. Da kommen sie. Die alten Leuchtquallen. Ach, wie romantisch.
wäre jetzt nur schon eine Bäuerin auf dem Hof. Ob man die angeln kann? Hm. Mega spannend, das Jellyfish-Fest. Jellyfish-Fest! So, ich habe euch jetzt ein bisschen träumen lassen, das reicht jetzt, quatsche ich euch wieder voll. Ja, cool, cool, ihr alten Quabbelquallen. Quabbelquallen, Quallen, Quabbels, Quapadors. Der Sommer ist zu Ende. Oh, dann sind auch unsere ganzen Pflanzen tot, oder? Oh, bis 12 Uhr waren wir schön feiern. Nehmen wir hier schnell noch. Arbeiten wir noch ein bisschen was. Das blubbert alles vor sich hin. Hier kommt noch ein Ei in die Eiermaschine. Ich wollte gerade Gyros sagen, aber das ist gar kein Gyros. Und Milch in die Käsemaschine. Waffel wird verkauft. Ach, man kann das aufmachen. Das habe ich eben noch in einem Kommentar gelesen. Sehr praktisch. Vielen Dank dafür. So, Sweet Peas, ja, die können wir vielleicht mal noch verschenken, bei Gelegenheit, ne? Kinder, morgen ist richtig, richtig Action, ne? Morgen geht der neue Monat los. Und dann ist natürlich Alarm, ne? Da wird richtig, richtig abgebeuert, Das räumen wir auch mal alles weg, die brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir. Morgen ist nur Arbeit, sag ich euch. Ich sag's euch gleich, ne? Ich sag's euch im Guten. So, jetzt ins Bett. Morgen. Hier gibt's noch was zu ernten. Nee. Mal gucken, was morgen alles weggegammelt ist. Bernd, bist du auch so aufgeregt? Morgen wird super. Morgen wird Farmtag. Yes. Oh, auf geht's. Wir sind mega unendlich reich und wir werden jetzt einfach so geilen Farmshit kaufen. Ich habe übrigens eine Sache nachgeguckt, man kann Eisen auch finden. Das wollte ich nur wissen, bevor ich das alles umwandle, weil dann ist das Umwandeln eigentlich relativ dämlich tatsächlich. Es ist voll, liebe Menschen. Also Herbst. Beautiful sunny day, das ist sehr gut. Oh, die Spirits sind happy, das heißt, wir müssen heute richtig, richtig hart abpflanzen. Okay, wenn man Sonnenblumen pflanzt, kriegt man... War natürlich auch noch Saat. Oh, sieht alles ganz anders aus. Guckt euch das an. Guckt euch das an, wie bunt und schön alles ist. Hier ist nichts voll. So, wir müssen uns trotzdem erstmal um unser Viehzeug kümmern. Wir haben ja gelernt. Die Duchesse. So, kurz alle. Baum haben wir auch schon gegossen, wollte ich gerade sagen. So, Rettich, alle sind froh. Okay, Schrank hat keine Milch mehr. Habe ich alle gemolken? Bin gerade so ein bisschen abgelenkt, weil das alles so anders aussieht hier. Wisst ihr? Ah, nee. Ich hatte dich vergessen. Blöde, aber geherzt, habe ich alle geherzt? Bibel, Burkett. Also, okay, ich. Ah, wie mache ich das denn immer? Okay, Gurke produziert keine Milch. Wie habe ich das gemacht? Mensch, Homebuilding, aber. Das ist ja witzig. Jetzt habe ich. Ich gebe meinen Tieren immer doofe Namen, weil ich auf den Tasten rumdrücke. Okay, sind alle geherzt und alle happy? Nein, nicht. Du sollst nicht den Baumstamm melken! Hin. So, egal. Wir müssen jetzt erstmal. Wir machen das hier gerade noch. Ach so, die Eier noch aus dem Stall holen? So, ich bin im Kopf schon im Saatmodus. So, drei Eier. Was ist da los?
Ach, jetzt gibt's auch. Gibt's jetzt. Essen die noch hier das trockene Zeug? Oh, wie schön das ist im Herbst, ne? Ah, das stackt hier scheinbar auch. Also, das bleibt hier einfach die. Das sind aber viele. Okay. So, alle Viecher happy. Dann schnell noch ein Ei da reinschmeißen. Was ist denn hier eigentlich stehen geblieben? Ein Zeug. Okay, das kann alles weg, ne? Ja. Ach, ich habe unten tatsächlich die ganze Zeit Unkraut gehütet. So, der ganze schöne Hopfen ist weg, leider. So. Alle Viechereien sind versorgt. Das wird verkauft. Achso, sind jetzt hier. Hier sind doch Sachen weg, oder? War da was drin? Den stellen wir vielleicht mal an eine bessere Stelle. Die Duchesse. So, und jetzt kommen die. Jetzt holen wir uns gleich die richtig geilen Fall-Sachen. Ich wollte nur vorher das Inventar leer machen. Okay, das ist Mais, der ist stehen geblieben, ne? Das Holz kann weg. Ach, jetzt ist auch Wind, ne? Hört ihr das? So. Linkshot brauchen wir momentan nicht. Die kann ich auch mal in die Crap-Kiste. Okay, dann gehen wir jetzt mal ordentlich einkaufen. Ist dann in Zukunft. Oh, jetzt gibt's auch Herbst-Harvesting, ne? Das sind neue Sachen. Die wilde Pflaume. Oh, was ist das denn? Eine Haselnuss. Die reinste Haselnuss. Wir müssen aber auf jeden Fall als erstes entladen. Hallo, wer bist du denn? Ein Blauvogel. Oh, morgen hat Penny Geburtstag und danach der Pirat. Oh, Abigail, die dürfen wir nicht verpassen. Guten Ute. Ja, hier ist aber doch noch eine Aufgabe, wo ich immer noch nicht weiß, wie ich... Da! Na! Ellie will die Joja-Cola, das ist ja kein Problem. Joja-Cola haben wir doch ganz viel. Und es soll ein handsome young man sein. Bedingungen erfüllen wir natürlich auch. Hey, du. Base Supplies am Start. Ach, das ist genau. 10.000, das hätte ich ja auf Dauer auch gerne, aber momentan können wir uns das noch nicht leisten. So! Bebem, Leute, jetzt geht's richtig vorwärts. Alter, was es alles gibt. Was es alles gibt! Krass. Also nächstes Jahr kaufen wir auf jeden Fall im Sommer auch mal ein paar Bäume, aber das lohnt sich jetzt, glaube ich, noch nicht. So, wir brauchen Kürbisse. Okay, 13 Tage zum Maturen. Korn lohnt sich, glaube ich, nicht mehr, weil das wächst doch über zwei... Also Mais wächst doch über zwei Saisons, ne? Eggplant. Oh, die continuen to produce. Dann sind Eggplants auf jeden Fall gut. Bokchoy, Yam. 10 Tage zum Maturen. Cranberries. Okay, die produzieren auch weiter. Das ist mir auf jeden Fall alles sehr wichtig. Und Sunflower. Okay, die produziert weiter. Das sind Blumen. So. Also, wir brauchen auf jeden Fall... Achso, ich will jetzt ja... Warte mal, ich will jetzt immer 9er-Felder machen, ne? Damit ich das bequemer... bewässern kann und so. Dann machen wir erstmal 10. Also dann wären ja 18 immer gut, ne? Sind natürlich jetzt sehr teuer, aber es ist egal. Wir wollen jetzt der Herbst. Der Herbst muss richtig rausrattern. So, 18 davon. Dann Eggplants. Die produzieren weiter. Davon auch 18. Bok Choy machen wir mal 9 zum Ausprobieren. Yeah, machen wir auch 9. Und, achso, es sind 9er, aber einer in der Mitte. Ja doch, klar, ich habe ja noch keinen Sprenkler, dann machen wir das erstmal so. So, davon will ich auf jeden Fall ganz viele haben, weil die weiter produzieren. Die sind natürlich auch mal richtig teuer gewesen. Sunflowers sind natürlich schön, ne?
Aber davon, die produzieren ja dann neue Samen. Davon machen wir mal nur 3. Blumen nur mal testweise am Rand. Okay, Grape Starter ist natürlich, sowas ist ja auch nicht schlecht, ne? Davon machen wir auch mal 9. Das brauchen wir nicht. Okay, da müssen wir natürlich ganz viel Dünger produzieren. Ach, krass, hier echt mega reich, ne? Die produzieren weiter und Trauben auch. Okay, das muss jetzt erstmal alles gepflanzt werden. Liebe Leute, was mit diesem Einkauf alles passieren wird, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich bin tatsächlich schon sehr aufgeregt, weil ich das wirklich cool finde, dass es jetzt alles nochmal wieder neu und anders ist. In diesem Sinne freuen wir uns aufs nächste Mal und bis gleich. Ja?